das Signal dann weiter an den Grubenarbeiter, der unten im Stollen die Sprengsätze anbringt. Dann wird gesprengt. Richtig, danke. Bis bald. Tschüss, Schnutzibu. Na gut. Wie kriege ich den Vogel... Wie komme ich an den Vogel ran? Ich brauche den Vogel. Kann ich den nicht einfach so einpacken? Und dann hat Rufus ihm die Krücken geklaut, um daraus ein... Warte mal... Da ist er schon wieder. Wir reden gleich weiter, okay? Was tust du? Ich nehme ihn wieder mit. Du übst einen schlechten Einfluss auf ihn aus. Tu das. Ich bin sowieso schon heiser. Und diese ganzen Geschichten zu erzählen, macht mich irgendwie depressiv. Das sind alles Lügen, hörst du? Rufus hat Hannes Vogel geklaut! Alles Lügen. Na, dann geben wir ihr doch jetzt die Mieze. Was hast du da? Reicht es dir etwa noch nicht, mein Haus mit deinem Müll vollzustopfen? Musst du ihn jetzt auch noch an meinen Arbeitsplatz schleppen? Eigentlich wollte ich dir eine kleine Freude machen. Dann stirb einen schnellen Unfalltod. Na gut, dann kriegst du die Mieze eben nicht. Kann ich die da oben draufsetzen? Toni braucht kein weiteres Abschiedsgeschenk. Ich habe ihr schon meine Skorpionfarm vermacht, wobei ich den Rahmen behalten habe. Na ja gut, okay, dann wollen wir nicht so sein. Ich dachte, ich muss da jetzt was zum Tausch anbieten. Da kann ich ihn einfach so einpacken. So, mal gucken, ob der Trick funktioniert. So. Wenn die Bürger von Kuwak um ihr Leben fürchten, können sie hier um Hilfe rufen. Das hat mir schon so manchen Fluchtplan ruiniert. Genau, und deshalb setzen wir den gesprächigen Partner mal da drauf. Oh. Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Sie haben einen Notfall zu melden. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Rufus, das hätte ich mir eigentlich denken können. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Kernschmelze im Schulreaktor erzeugt. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Etwas langsamer bitte. Ich komme gar nicht mit. Können Sie das nochmal wiederholen? Na, ob das so eine gute Idee war? Können Sie das nochmal wiederholen? Ach, passt schon. Auf alle Fälle ist die Leitung jetzt ausgelastet. Der Telefonist wird sich freuen. Was wissen Sie noch? Rufus ist ein Nichtsnutz. Bra! Na? So. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Erntemaschine missbraucht, um Schinden vom Rathausdach zu stehlen. So, dann gehen wir doch mal hoch zu dem Telefonisten. Ach, Mensch. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Kernschmelze im Schulreaktor erzeugt. Das ist gar nicht wahr. Das habe ich nie gemacht. So, da wollen wir doch mal schauen. Esther, bitte! Ja, Lotti geht auch ihrer Arbeit bitte! Ganz beflissen nach. Sehr schön, sehr schön. Ach, Mensch. Kann man die tauschen? Au, die Katze krallt sich an mir fest. Sie will wohl nicht zurück. Nicht? Au, die Katze krallt sich an mir fest. Sie will wohl nicht zurück. Na gut, dann behalten wir die Miets. Gehen wir mal hochgucken, was hier Schönes gibt. Rufus hat die Erntemaschine missbraucht, um Schinden vom Rathausdach zu stehlen. Rufus ist ein Nichtsnutz. Da. Er ist völlig fertig mit den Nerven. Er ist völlig fertig mit den Nerven. Bitte lass diese Substanz da Haargel sein. Er ist völlig fertig mit den Nerven. Ja. Er ist völlig fertig mit den Nerven. Ja, ne? Viel Spaß da. So. Dann gehen wir doch mal hier hoch. Ach ja. Jetzt kann's losgehen. Na denn.
Hallo? Ist da jemand? Hallo, Cletus? Junk fly hazard in the northern quadrant, caused by a flock of stampeding... Cletus! Komm schon. Deine Liebe ist die größte. Cletus, Cletus! Dum, dum, dum. Rufus ist der Größte. Rufus. Da-da-da, man nennt ihn Rufus, Rufus. Da-da-da, man nennt ihn Rufus, Rufus. Suchet meine Verlobte an alle Bewohner Deponias. Hey, Moment mal. Name ist Cletus. Ich suche meine Verlobte. Sie ist möglicherweise... Cletus? Cletus, sind Sie das? Hier ist Rufus. Hören Sie mich? Hallo? Rufus? Sind Sie auf Deponia? Ja. Klar bin ich auf Deponia. Wo sind Sie denn? Auf dem Organon-Kreuzer? Oder Elysium? Das hat Sie nichts anzugehen. Tja. Bevor wir über Ihre Verlobte sprechen, hätte ich gerne noch ein paar Antworten. Antworten? Mal sehen. Ja. Wirklich verlobt? Und Sie beide sind wirklich verlobt? Was soll die Frage? Ach nichts, Smalltalk. Zufällig noch eine Schwester? Hat Ihre Verlobte zufällig noch eine Schwester? Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. War auch nur so ein Gedanke. Sie sollten weniger denken. Ihr Kopf scheint mir dafür nicht gemacht zu sein. Hey, hey. Kommen Sie wirklich aus Elysium? Ja, natürlich. Aber ich verstehe nicht, was Sie das zu interessieren hat. Eine ganze Menge. Wie ist es auf Elysium? Auf jeden Fall nicht so dreckig und unzivilisiert wie hier. Und die Menschen sind auch weniger penetrant. Astrein, das klingt genau nach dem richtigen Ort für mich. Was hatte Ihre Verlobte an Bord des Organon-Kreuzers verloren? Das geht Sie nichts an. Aber es ist doch seltsam, dass eine Frau aus Elysium... Denken Sie nicht so viel über Dinge nach, die Ihren Horizont überschreiten. Kommen Sie lieber zur Sache. Der ist aber schon ein bisschen ekelig, oder? Planen die Organons etwas? Warum wollen Sie das wissen? Hören Sie, mischen Sie sich nicht in die Angelegenheiten der höheren Sphären ein. Sie werden die Vorgänge über Ihren Köpfen niemals verstehen und schon gar nicht beeinflussen. Versuchen Sie es gar nicht erst. Der ist aber unfreundlich. War Ihre Verlobte schon immer etwas seltsam? Was? Wovon reden Sie? Auch nichts. So, na denn. Mal angenommen, Ihre Verlobte hätte eine Art Gehirnerschütterung erlitten. Eine Gehirnerschütterung? Rein hypothetisch. Dann sollten Sie keine Zeit verschwenden und sie umso schneller zu mir bringen. Und wehe, wenn Sie ihr etwas angetan haben. Ich brauche Ihr Hirn intakt. Sie haben sie richtig gern, nicht wahr? Oh, die Antwort war jetzt aber wirklich überwältigend. Keine weiteren Fragen. Sehr gut. Können wir dann jetzt endlich zurück zum Thema kommen? Das wollte ich damit vorschlagen, ja. So. Ich will mit nach Elysium. Unmöglich. Das ist aber meine Bedingung. Entweder ich komme mit nach Elysium oder... Hören Sie, ich kann Sie nicht nach Elysium mitnehmen. Es muss etwas anderes geben. Ich mache das nicht für mich. Ich mache es für Goal. Verkaufen Sie mich nicht für dumm. Wenn Sie den Preis in die Höhe treiben wollen, dann sagen Sie es lieber offen. Also, was wollen Sie? Geld. Viel Geld. Das ist Erpressung. Aber na gut. Wie viel verlangen Sie? Ich weiß nicht. Wie viel kostet ein Ticket nach Elysium? Machen Sie sich nicht lächerlich. Elysium ist kein Freizeitpark. Das wusste ich. Hören Sie zu. Mit keinem Geld der Welt können Sie sich nach Elysium einkaufen. Ja, dann kommen wir nicht ins Geschäft. Behalten Sie Ihr schmutziges Geld für sich. Hatte ich sowieso vor. Gut. Gut. Nur eine Sache noch. Was genau ist ein Freizeitpark? So. Keine Belohnung ist das alles wert. Jeder hat seinen Preis. Also rücken Sie schon damit raus. Welches ist Ihr Preis? Erst einmal ein paar Antworten. Antworten? Mal sehen. Keine weiteren Fragen. Okay, ich dachte, da ist noch was Neues gekommen. Können wir dann jetzt endlich zurück zum Thema kommen?
Das wollte ich damit vorschlagen, ja. Sie haben mir immer noch nicht alles gesagt. Wahrscheinlich hatte ich meine Gründe. Aber wenn's denn sein muss... Keine weiteren Fragen. Sehr gut. Können wir dann jetzt endlich zurück zum Thema kommen? Das wollte ich damit vorschlagen, ja. Eine Passage nach Elysium oder gar nichts. Daneben gar nichts. Gut, dann können Sie ja schon mal die Hochzeit absagen. Warten Sie noch. Vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit. Wusste ich's doch. Bringen Sie Goal bis morgen Abend zur unteren Aufstiegsstation am Ufer des Rostroten Meeres. Wir treffen uns ganz oben auf der Plattform. Schaffen Sie das? Morgen Abend? Ich weiß nicht genau, ob... Jetzt machen Sie mal keinen Rückzieher. Oder haben Sie Goal am Ende gar nicht gefunden? Ach doch. Dann haben wir einen Deal. Ich erwarte Sie nach Sonnenuntergang. Kletes Ende. Moment noch, ich... Kletes? Okay, obere Aufstiegsstation. Unten auf der... Oben auf der... Untere Aufstiegsstation. Oben auf der Plattform. Ha, ein Klacks für jemanden wie mich. Elysium, ich komme. Oh je, gut, okay. Jetzt müssen wir irgendwie bloß an Goal wieder rankommen, ne? So. Mein Wippvogel ist weg. Schweinerei. So, dann gehen wir mal zum Hausarzt. Mal gucken, was da Neues gibt. Mein Papagei ist auch weg. Was ist denn hier los? Ich werde meiner Klamotten beraubt. Diebstahl. Oh, wo sind die denn alle hin? Goal! Ich muss mit ihr reden. Nicht mehr. Aber da. Wo ist Goal? Was zum... Hey, was soll das? Gizmo! Sieh an, hab ich dich endlich. Was soll das heißen? Ich bin's doch, Rufus. Ich weiß und glaube mir, es war nicht leicht, diesen Fall aufzuklären. Den Fall Ihres IQ-Pegels? Ich spreche von der Verbrechensserie heute Morgen. Seit dem Auftauchen dieser Frau herrscht das reinste Chaos Quatsch. Im Dorf. Brandstiftung, Sabotage, Beamtenbeleidigung. Sie können mir nichts nachweisen, Sie Trottel. Diebstahl! Ich bin unschuldig. Ups. Okay, lassen Sie mich das umformulieren. Wenn ich eines Verbrechens schuldig bin, dann des Verbrechens der Liebe. Ich habe das alles für Goal getan. Wo ist sie überhaupt? Ist sie etwa zu sich gekommen? Nein, aber ich brauchte Platz in der Zelle. Sie ist jetzt bei Herrn Wenzel. Was? Diese undankbare Kröte. Das ist unfair. Ich habe die Elysianerin gefunden. Ich allein. Oh, wer ist das denn? Wer hat die Elysianerin gefunden? Wenzel hat die Elysianerin gefunden. Wenzel, ganz allein. Wer sind Sie denn? Mein Name ist Argus. Amtmann Argus. Organon Hauptverwaltung. Oh, die Obrigkeit in meiner Praxis. Und ich habe mir die Zähne nicht geputzt. Was kann ich für Sie tun, Amtmann? Ich hörte, Sie haben eine Elysianerin in Verwahrung. Das, ist eine Kommunalangelegenheit. Ach ja? Interessant. Und wenn ein Organon-Suchtrupp das Dorf in Schutt und Asche legen würde, wäre das dann auch eine Kommunalangelegenheit? Lassen Sie sich nicht einschüchtern, Gizmo. Das Mädchen ist bei Herrn Wenzel. Gizmo, nein! Sie finden sein Haus unter dem Wassertank, gleich neben dem Stadttor. Danke, Inspektor. Sie haben Ihrer Kommune gerade viel Leid erspart. Ja, das haben Sie richtig gut gemacht. Schnauze! Hey! Na toll. Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Da, es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Ah, was ist denn das hier? Rausgefallen. Aus meinem Taschen...
Der Bohrer. Warum der Bohrer? Und natürlich auch der Dietrich, ne? Ja, ist ja klar. Hier, Mietz, Mietz. Ich will die Katze noch nicht aus dem Sack lassen. Mann. Ernsthaft? Hier, finnische Route. Hier gibt es kein Wasser. Kein Wunder. Es hat seit Monaten nicht geregnet. Schweißgerät. Wenn ich das zuschweiße, bekomme ich es nie wieder auf. Dann hier. Wenn ich das zuschweiße, bekomme ich es nie wieder auf. Wenn ich das zuschweiße, bekomme ich es nie wieder auf. Man kann damit auch ausschweißen. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Das ist auch so schon langweilig genug. Gizmo hat meine Philosophie zur Umverteilung von Besitzeigentum noch nie verstanden. Und dabei geht sie nur in eine Richtung. Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Da, es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Was ist das für ein Geräusch? Das ist doch... Alarm! Schutzmodus aktiviert. Brandmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Was ist passiert? Wo brennt's denn? Oh, Herr Brandmeister, meine Katze ist auf den Baum geklettert und sitzt fest. Das haben wir gleich, junges Fräulein. Mietz! Mietz, Mietz! Frechheit siegt. Okay. Irgendwie ist das ungünstig jetzt. Zu Wenzel. Jetzt erstmal zu Wenzel. So, bin ja gespannt. Mal gucken, ob sie da noch sind. Wenzel? Rufus? Was? Was machst du denn hier? Was ich hier mache? Ah, das weißt du ganz genau. Wo ist sie? Rufus, ich kann das erklären. Nein, du mieser Verräter! Es ist nicht so, wie es aussieht. Das werden wir ja sehen. Ah! Toni, du? Was fällt dir ein? Hierzu? Gar nichts mehr. Sieh an, der Herr ist sprachlos. Aber egal, was du jetzt denkst, es gibt eine einfache Erklärung hierfür. Was? Nein! Hab ich etwa danach gefragt? Behaltet eure unappetitlichen Geheimnisse für euch. Ich will nur wissen, wo Goal ist. Wer ist Goal? Ach, hat dir dein kleiner Freund etwa nichts von seiner anderen Errungenschaft berichtet? Errungenschaft? Wenzel, wovon redet er? Und was soll dieser Aufzug? Naja... Ich dachte... Und wer zum Kuckuck ist Goal? Niemand. Wirklich. Ich meine, sie funktioniert ja nicht einmal richtig. Was zum... Wo ist sie, Wenzel? Ich hab sie in den Keller geräumt. In den... Keller? Ich sehe, ihr habt was zu besprechen. Viel Spaß dabei. Ja. Ah, meine Augen. Jetzt tu mal nicht so. Hier ist nichts, was du nicht schon gesehen hättest. Ja, aber einiges, was ich gerne verdrängen würde. So schlecht sieht sie aber gar nicht aus, ne? Aber Hauptsache sie raucht beim Duschen. Das Elend schaue ich mir nicht länger an. Ich muss Goal retten. Gut, dann ab in den Keller. Da ist sie doch gar nicht. Doch, im Schrank wahrscheinlich. Goal! Schrank, Schränken, so eng. Ich weiß. Aber keine Panik. Ich hol dich hier raus. Aufmachen, Organon! Sie sind doch schon drin. Keine Ausflüchte. Es besteht dringender Verdacht, dass Sie Widerständlern auf der Flucht Unterschlupf gewähren. Rufus, was hat er jetzt schon wieder angestellt? Also geben Sie es zu. Von Unterschlupf gewähren kann keine Rede sein. Er platzte hier einfach rein. Gehen Sie ruhig durch. Er ist im Keller. Oh oh. Jetzt aber schnell.
dann schweiße ich das jetzt zu. Das dauert zu lange. Hier,